Na komm, komm raus da, lass uns rein. Ah ja. Ach, Katie, sehr schön. Hast du es also geschafft? Dann nehmen wir mit. Das brauchen wir nicht. Okay, wo sind wir denn jetzt gerade? Da sind wir. Wir müssen auch in die Stadtbibliothek. Ja. Da wollen wir auch noch mal hin. Was gibt's hier unten? Volt 95. Gehen wir erstmal zum Polizeirevier, würde ich sagen. Dann die Stadtbibliothek. Warte mal, haben wir dann Silverschraut, genau. Das brauchen wir auch noch. Nakanos, die Wachen, sonstiges. Das Testgelände. Wo war denn das Testgelände? Ach, da oben. Da waren wir noch gar nicht. Naja, gut. Können wir das mit dem Testgelände, glaube ich. Ach, ist ja auch geil. Wir gehen jetzt erstmal zur Polizeistation. Ciao. Ciao, ciao. Hehehe. Ach, guck mal. Der hat einen Raketenwerfer rausgeholt. Aber spinnt der? Ich glaube, der spinnt wohl. Ich glaube, du spinnst, Digga. Digga, Supermutant. Lass doch mal den Raketenwerfer stecken. Bolzen. Okay. Mal. Was? So ein Geier machst du? Schlafsack, wir haben jetzt 12 Uhr morgens. Schlafen wir mal 7 Stunden. Also mitten auf der Straße. Ein Ding. Und dann gehen wir weiter. Damit wir ein bisschen hell haben, damit man auch was sieht. Man soll ja auch was sehen, ne? Nicht? Jetzt hüpft darüber. Achso, wir müssen ja hier über die Straße. Naja, über die kaputte Straße. Wenn wir Pech haben, haben wir hier gleich Supermutanten-Alarm. Aber wir haben Glück. Hier ist heute Morgen nicht so viel los. Hier ist heute Morgen doch nicht so viel, viel los. Habe ich eigentlich jetzt mal meine Kampfschrotflinte irgendwie aktiviert? Glaub nicht, ne? Habe ich immer noch nicht gemacht. Manchmal bin ich schon ein Held. Muss ich hier geradeaus weiter? Na. Nö. Also schon tausendmal hier lang gerannt. Und trotzdem weiß ich es immer noch nicht. Wobei, so langsam verschwimmt das auch, weil ich spiele ja drei Spielstände. Einmal hier im Let's Play, dann den Spielstand aus dem Stream und einen so komplett nur für mich. Und irgendwann weißt du halt nicht mehr, was du wo schon wie gemacht hast. Okay. Dem Spielstand, den ich alleine spiele, da weiß ich's, weil ich da am meisten gemacht habe. Aber es wird ja nicht langweilig. Polymer Labs. Was ist das denn? Laubsauger? Prototyp? So, wenn wir jetzt hier hochgehen, müsste ja da hinten die Polizei sein.
Und dann nehmen wir das einfach mal an. Weil ein paar Missionen können wir ja machen. Das weiß ich ja schon, wie gesagt, aus dem Vorgang mit meinem Char, den ich so für mich gespielt habe. Bis zu einem gewissen Punkt kann man ja eigentlich alle spielen. Man wird ja dann gefragt, wo wollen Sie das wirklich, bla bla bla. Weil dann irgendwann muss man sich halt entscheiden. Und mit diesen hier habe ich mich ja schon für eine Richtung entschieden, da ich die anderen beiden ja schon fertig habe. So. Deswegen gehen wir jetzt hier rein. Und nehmen das einmal an. So. Wilde Ghule platzen wie reifes Obst, wenn du ihn mit einer Power-Rüstung auf den Kopf trittst. Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du ihn möchtest. Ja, komm, dann. Es wäre mir eine Ehre beizutreten. Dann ist das also beschlossene Sache. Halen, Reese, begrüßt den neuesten Rekruten der Bruderschaft. Er ist ziemlich vielversprechend und mit der richtigen Führung hat er das Zeug dazu, einer der Besten zu werden. Wann kann ich endlich auf die Prytwen? Paladin Dance wird entscheiden, wann du dort hinauf darfst. Bis dahin wirst du dich mit uns begnügen müssen. Also hast du beschlossen zu bleiben, was? Ich hatte erwartet, dass du dir deine Belohnung holst und dann verschwindest. Bist du sauer? Bist du sauer, weil ich bleibe? Vielleicht. Wir haben schon genug damit zu tun, Mutanten und wilde Ghule auszuschalten. Ich brauche nicht noch was, um das ich mir Gedanken machen muss. Reese, das reicht. Ob es dir passt oder nicht, ihr werdet lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Und du solltest dir klar machen, was es bedeutet, zur Bruderschaft zu gehören. Wir sind keine Söldner, wir sind eine Armee. Und wir haben unser Leben einem strikten Verhaltenskodex untergeordnet. Wenn du weiter bei uns bleiben willst, wirst du diese Grundsätze ohne Widerspruch befolgen müssen. Jawohl, mein Meister. Willst du mir diesen Verhaltenskodex beibringen? Wenn du während der Mission bei Arcjet aufgepasst hast, dann kennst du einen Teil davon bereits. Der Rest wird sich ergeben, wenn du Zeit mit deinen Kameraden verbringst. Okay, ich weiß, dass du loslegen willst. Also komme ich direkt zum Punkt. Ich verlange nur zwei Dinge von den Leuten, die unter meinem Kommando stehen. Ehrlichkeit und Respekt. Du fügst dich in die Gemeinschaft ein. Ich gebe dir einen Befehl, du befolgst ihn. So einfach ist das. Es gibt noch eine letzte Sache. Ich werde empfehlen, dich zum Ritter zu befördern. Das ist zwar nichts Offizielles, solange du nicht mit ältester Maxen gesprochen hast, aber ich wollte es dich schon mal wissen lassen. Neuer Rang? Heißt das, ich gehöre jetzt zu euch? Soweit es mich betrifft, ja. Ad Victoriam, Ritter. Er weiß doch nicht mal, was das heißt, Halen. Ad Victoriam bedeutet zum Sieg. Für uns ist eine Niederlage nicht hinnehmbar, denn wir kämpfen für die Zukunft der Menschheit. Unser Schlachtruf ist viel mächtiger als jede Waffe, die du dir vorstellen kannst. Merkt ihr das? Ich habe Befehl bekommen, dass wir beide uns auf der Prytwen melden sollen. Wenn du aber vorher noch ein paar Missionen für Gelehrte Halen oder Ritter Reese erledigen willst, wären sie für deine Hilfe sicher dankbar. Ich überlasse das ganz dir. Melde dich bei mir, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Okay. Hallo? Gelehrte Halen? Zeigt dir Reese noch immer die kalte Schulter? Ja, aber... keine Ahnung. Warum hasst er mich? Er hasst dich nicht. Reese gehört mit Leib und Seele der Bruderschaft. Für ihn gibt es sonst nichts. Sie ist seine Familie, sein ganzes Leben. Wenn etwas anderes auf den Plan tritt und ihm in den Weg kommt, schiebt er es beiseite. Aha. Läuft da etwas zwischen euch beiden? Das geht dich nichts an. Schau, gib Reese einfach ein wenig Zeit. Er wird sicher erkennen, wie wertvoll du für uns bist und zu Sinnen kommen. Bist du bereit, deinen ersten Auftrag anzunehmen? Mein Auftrag? Was genau macht ein Gelehrter bei der Bruderschaft? Wir tun alles, was die Piloten und Soldaten brauchen, um ihre Mission durchzuführen. Alle Forschungen, Reparaturen, taktische Planungen, so ziemlich alles. Wir übernehmen die technischen Aufgaben. Ich bin ein Einsatzgelehrter und daher mit den Soldaten unterwegs. Manchmal drücke ich auch gerne selbst den Abzug. Aber keine langweiligen Einzelheiten mehr. Bist du bereit, für den Auftrag auszurücken? Ja, dann... Bereit. Großartig. Ich erzähl dir, was zu tun ist. Eine der wichtigsten Aufgaben der Bruderschaft ist das Finden und Erhalten von Technologie, die bei den Bombenabwürfen verloren ging. Ich habe eine Liste mit Orten, an denen sich Artefakte befinden. Hol sie, damit unsere Gelehrten sie katalogisieren und studieren können.
Hier, okay. Mit diesen Informationen solltest du dein erstes Artefakt finden können. Viel Glück und sei vorsichtig. Alles klar. Super duper Markt. Warum kann ich nochmal mit dir reden? Entschuldigung, gelehrte Halen. Bring mir dieses Artefakt, damit ich es einpacken und für den Transfer vorbereiten kann. Okay, wo ist denn der Spacko da? Hallo. Gut, raus damit. Was für eine Nummer ziehst du hier ab? Ne, bitte? Nummer? Was meinst du? Normalerweise durchschaue ich Menschen auf den ersten Blick. Aber du bist anders. Und das nervt mich ohne Ende. Du bist nicht fürs Militär gemacht. Du bist ein Einzelgänger. Also kapiere ich nicht, warum du noch hier bist. Du hast, was du wolltest, also warum ziehst du nicht weiter? Was kann ich dir sagen, damit du mir vertraust? Es gibt nichts, was du sagen kannst. Vertrauen verdient man sich durch Taten. Nicht durch mehr, nicht durch weniger. Gut, ich will mal nicht so sein, weil Dance dir vertraut. Aber wenn du aus der Reihe schlägst und meine Brüder und Schwestern in Gefahr bringst, sorge ich dafür, dass du das bereust. Also, bereit für deinen Auftrag, du Held? Ja, warte mal. Was ist dein Problem? Ich kann mir keinen Reim auf dich machen. Du kommst aus dem Nichts, schaltest ein paar wilde Ghule aus und plötzlich bist du der beste Kumpel von Paladin Dance. Ich weiß nicht, ob du wirklich Teil so was nimmt man Charisma. Willst, oder nur die Zeit totschlägst, bis du das findest, wonach auch immer du suchst. Solange du nicht ein paar dieser Aufträge erledigst, werde ich dich im Auge behalten. Also, bist du bereit oder was? Ja. Bereit. Dann hör zu, ob es dir gefällt oder nicht. Eine unserer wichtigsten Aufgaben im Commonwealth ist die Müllbeseitigung. Ich rede von Mutanten, Ghoulen, Synths, den Ausgeburten, die die verdammten Eierköpfe mit ihren Spielzeugen erschaffen haben. Es ist ganz einfach. Ich schicke dich zu einem Ziel und... Kannst du mal aus dem Weg gehen? Alles, was sich dort häuslich eingerichtet hat. Alle Einzelheiten findest du direkt hier. Komm erst wieder, wenn die Aufgabe erledigt ist. Ja. Du stehst im Weg, Lieutenant Dan. Da brauchst du mich gar nicht so angucken. Okay, dann haben wir noch ein paar Aufgaben, die wir erfüllen können. Das machen wir aber später. Weil wir gehen jetzt erstmal in die Stadtbibliothek. Und bringen die Bücher zurück von der Daisy. Schau dir die Brandflecken an. Die haben bestimmt eine ganze Munitionskiste verbraucht, um die Stellung zu halten. Dann ist uns der ganze Spaß entgangen. Jetzt, da die Pridwin hier ist, wird niemand den Ort angreifen. Wo kommt denn ihr her? Ich war doch gerade eben noch nicht da. Ja gut. Nee, hier wollte ich nicht lang. Ich wollte hier lang. Okay, dann gehen wir den ganzen Weg wieder zurück, den wir gerade gekommen sind. Können wir auch bestimmt hier irgendwie abkürzen, oder? Damit wir zur Stadtbibliothek können. Obwohl, abkürzen bedeutet immer Stress. Oh. Und Stress bedeutet meistens Tod. Lass diesen Müll liegen. Das ist Platzverschwendung. Das ist eine Flasche Milli. Hallo? Ich kann doch keine Milch liegen lassen. Oh. Wow. Ekligen Viecher. Ja, du machst das schon, Katie. Was will denn von mir? Ein Vogel. Ich wollte nur die Eier sammeln hier. Jetzt säuft er wieder das Wasser. Ja. Da hinten ist schon wieder der Teufel los. So. Hau ab. Hau ab. Hau ab.
echt. Eklige kleine Viecher. Kann man eigentlich so viele Eier legen? Okay. Bevor wir uns auch von dem Geballer abhalten lassen. Die Richtung ist ganz gut. Okay. Hier ist wieder so ein Laubfeger. War doch kein Prototyp von vorhin. Was zum Teufel war das? Was? Was zum Teufel war was? Komm schon her, Klappe. Na, jetzt. Bleib mal stehen. Ja, ich auch. Ist voll eklig. Nur weil diese Spinner hier immer wieder auftauchen. Okay, okay, okay. Okay, nächste Straße rechts. Nach rechts. Also eins muss man bei Fester ja lassen. Die haben immer riesige Welten. Okay. Das war's. Da renne ich jetzt nicht hin. Weil, also, das Loot ist mir nämlich jetzt mal gerade... Oh, egal. Ja. Hier sind wir richtig. Oh, oh. War da irgendwo Raider oder so? Zumindest nicht, dass ich sehe. Aber nur weil ich nichts sehe, heißt nicht, dass sie nicht da sind. Hallo? Nö, scheint aber keiner da zu sein. Na gut. Dann ist ja gut. Katie? Hey. Guck dir die Leiche an. Kein Problem. Nö, ich weiß, dass das kein Problem ist, aber... Du kannst ja trotzdem gucken gehen. Okay. Also... Lass mich los. Ich finde das ja faszinierend, wie das aussieht, ne? Ich finde es faszinierend, dass man da wirklich hin kann. Ich so an früher denke, da hast du dann irgendwie in die Ferne geguckt und ja. Schön, niedlich. Unser Freund, der Supermutant, wieder da? Ja, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nun gut. Okay. Da fallen irgendwelche Trümmer. Irgendwo da müsste auch die Bibliothek sein. Geh mal hier kurz hoch. Nur aus Neugier und Vorsichtsmaßnahmen. Willst du etwa ein Museum aufmachen? Warum fragst du mich das eigentlich immer wieder? Du kennst doch die Antwort. Ja, springst du mal da drauf? Dankeschön.
Wo ist denn? Die Bibliothek müsste jetzt direkt um die Ecke sein, ne? Das da müsste die Bibliothek sein. Diamond City. Ich wollte gerade auf den Typen schießen, aber es ist der falsche Spielstand. Ach ja. Es kommt davon, wenn man mal Diamond City auslöscht. Nur zu sehen im Popo-Club-Stream.